So, da sind wir wieder in der nächsten Folge von Spore. Und ohne lange rumzufackeln, gehe ich direkt in die Weltraumphase. Ja, so wie immer. Ich habe nur wirtschaftlich gehandelt, bin immer noch im mittleren Bereich und bin dementsprechend Händler. Ich strebe nach Profit. Der einzige Verbündete ist der mächtige Spore-Dollar. Das habe ich mir noch gar nicht durchgelesen. Wir gehen auf jeden Fall einfach mal weiter. Und schauen uns die Sequenz an. So. Wir können hier nun unser eigenes Raumschiff designen. Ich bin da aber sehr nicht so gut darin. Sagen wir es mal so. Ein Boot, oder? Ein Boot als Raumschiff, das passt. Nee, ich weiß nicht. Ich bin da echt nicht so kreativ, was so Sachen angeht. Vielleicht sowas? Was kann man da noch wohl? Hier kann man das nur so machen. Nee, das passt schon so. Ja, lassen wir es einfach mal so. Es wird jetzt kein Meisterwerk, das kann ich euch jetzt schon garantieren, aber ich baue einfach mal ein bisschen was. Wird zwar nicht so toll, aber ja, meine Güte. So, was sind das für Dinger hier? Das sieht doch interessant aus hier. Die machen, soweit ich weiß, alle Sachen nichts mehr. Die sind nur zur Deko da. Sehen aber auch echt nicht schlecht aus, muss man dazu sagen. Von dem brauche ich nichts. Nein, danke. Funktionsplatte. Ja, warum nicht? Warum auch nicht? Was ist das? Ist eine, wollen wir sowas hinten dran packen? Es sieht ja eigentlich schon recht nice aus, wenn man da so. Dinger hinten dran hat, aber vielleicht dann auch. Warum habe ich dann nicht diesen Punkt, dass ich das verdrehen kann? Ich hätte es nämlich eigentlich echt gerne, dass ich das da hinten so draufpacken kann. Geht das jetzt vielleicht? Nicht wirklich. Na gut, dann vielleicht auch nicht. Warum kann ich das dann nicht hinten drauf packen? Ich kann nur sowas machen. Aber vielleicht wird es auch einfach dann sowas. Kann ich das ein bisschen länger machen? Das sieht dann aber sehr bescheuert aus. Wenn ich das so mache? Nee. So passt das schon. Ja. Von denen brauche ich nicht wirklich was. Nö, nö. Sowas kann ich wieder draufpacken. Hier die Münzen nach wie vor müssen da sein. Und ich könnte hier einfach allgemein diese ganzen Abzeichen draufpacken. Das wäre doch recht interessant, finde ich. Dass sie da alle der Reihenfolge nach da vorne an diesen Dingern dran sind und ja.
Ist jetzt nicht so toll, aber ich lasse es einfach mal. Ich bin nicht so der große Designer in den Sachen. Habe ich hier noch so Lichter dran? Vorne brauche ich dann nicht wirklich was, glaube ich. Nö, aber wir machen wieder unseren klassischen Stern hier. Hier drauf. Aber ich lasse es auch schon bei dem. Jetzt brauche ich nur noch eine Lackierung. Wie wär's denn mit der? Jetzt bekomme ich auf Discord Nachrichten. Ich glaube, ich werde da einfach gleich Discord schließen. Beziehungsweise ich lasse einfach offen. Ja, weil sonst gibt es wieder Probleme mit Spore. Opta. Rapip. Crutch. Crutch. Crutch, ja. Sieht zwar jetzt echt nicht so toll aus, aber es ist in Ordnung, es ist okay. Und ich denke, ich werde das Weltraum-Tutorial tatsächlich doch einmal machen, weil ich halt echt nicht mehr genau viel weiß von dem. Und Abflug, du hast erfolgreich ein Schiff für den Weltraumflug entwickelt. Der Himmel winkt, der Kosmos wartet, das Universum ist dir untertan. Vorausgesetzt, du lernst, wie man dieses Ding fliegt. So, ja, toll. Einfach geht nicht weiter. Glückwunsch, ist das nicht ein schmucker Flitzer? Bla bla. Ich bin dabei. So, da oben sind meine Missionsziele, das weiß ich. Plus minus gleich die Höhen verändern und jetzt muss ich. Genau, ich muss über Kugeln fliegen. Auf dem Planeten, über unseren Städten. Die Höhe kann ich dann nie so ganz einschätzen, aber ja. Es geht. So, nehmen wir die noch. Und fertig. Ich lese mir das nicht durch, weil es ist schon relativ viel. So, hier zeigt unser Scanner hin. Da müssen wir dann gleich was scannen. Dann reden wir noch mal mit denen. So, jetzt müssen wir die aufsaugen. Eigentlich wollte ich jetzt nicht so viel aufsaugen, aber okay. Das habe ich, das kann ich. Kann ich einfach wieder hinsetzen. Ist ja kein Problem. Gut, dann gehen wir jetzt zu irgendeiner Stadt und setzen das Tier langsam ab. So, jetzt ist richtig. So, okay. Die kranken Tiere eliminieren. Zeigt der Scanner hin. Da ist ein Pfeil, da müssen wir hin. Ich weiß gerade gar nicht, ob mich die epische Kreatur auch so easy killt oder nicht. Ich glaube aber schon. Ja!
Gut, wir sollten uns merken, nicht unbedingt epische Kreaturen angreifen. Wir eliminieren einfach weiter die Kleinen. So, hier sind gleich zwei von denen. Ich habe aber unabsichtlich drei gekillt. Das tut mir jetzt wirklich leid. Und mit Leertaste kann man auch nach oben. Das habe ich zum Beispiel nicht mehr gewusst. So, wir kaufen uns hier den... Wie heißt das? Interplanetenantrieb. Objekt kaufen. Glückwunsch, du hast dir die Plakette und den Titel Kapitän verdient. Bla bla bla. Okay. Gehen wir aus dem Sonnensystem hinaus. So, jetzt sind wir hier in unserem Sonnensystem und müssen zum Planeten Herne. Da gehen wir wieder runter. Da ist etwas auf dem Schiffsradar. Ein Raumschiff. Ein abgestürztes Raumschiff, um genau zu sein. Und es sendet ein seltenes Funksignal aus. Fliege dorthin und untersuche mit dem Scannerwerkzeug die Absturzstelle. Das mache ich doch glatt. Bisschen scannen. Außerirdische, aber kein Lebenszeichen. Sieht aus, als hätte sie vor ihrem Tod noch irgendeine Art verschlüsselte Landkarte gezeichnet. Moment, das Wrack hat einen Transportstrahl aktiviert. Mehrere Objekte werden an Bord geholt. Raketen und ein interstellarer Antrieb, in dem offenbar Sternenkoordinaten einprogrammiert sind. Der Schaden am Wrack scheint von einem Kampf herzuführen. Das Schiff sollte wahrscheinlich für einen anderen Planeten Hilfe holen, hat es aber nicht geschafft. Dann gehen wir nochmal raus hier und verlassen dieses Sonnensystem. Der interstellare Antrieb des Wracks antwortet auf ein Ortungssignal von einem Stern in der Nähe, der zu den Koordinaten im Speicher passt. Das muss ihr Heimatplanet sein. Vielleicht brauchen sie immer noch Hilfe. Gut, dann waren wir jetzt kurz in unserer Galaxie, außerhalb vom Sonnensystem sogar. Und wir müssen hier runter. Da ist etwas auf dem Schiffsradar. Zu spät. Diese Ruinen sind alles, was von der Heimatkolonie der Außerirdischen aus dem Wrack noch übrig ist. Ein Scan der Ruine gibt es vielleicht Hinweise darauf, was hier passiert ist. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist, beziehungsweise ich weiß, dass es nicht so gut ist. Das Scan hat nichts ergeben, aber eine Reaktion hat er trotzdem ausgelöst. Wir haben da irgendeine Aktivität auf dem Radarschirm. Mensch, was könnte das nur sein? Der Scanner muss die Verteidigungsanlage der Kolonie aktiviert haben. Diese Drohnen wirken nicht sehr freundlich. Moment, da kommt ein Funksignal rein. Warnung, Eindringlinge. Der Krox entdeckt. Alle Krox-Eindringlinge werden vernichtet. Krox, bla bla bla. Wir sind keine Krox. Das verstehen die aber nicht. Deswegen müssen wir sie jetzt leider umbringen. Und besonders als Wirtschaftsnation ist das in schwer, sehr schwer. Da muss ich das leider so machen. Denn die können einen jetzt schon im Tutorial mehr oder weniger relativ einfach umbringen. Gut, wir gehen zurück zu unserer Heimatwelt.
bekomme ein Funksignal. Dein CT-Gerät empfängt starke Funksignale von diesem Stern. Flieg hin und erforsche. Ja, das ist mein Heimatplanet, bzw. Heimatsonnensystem. Mission ausgeführt. Okay. Wir müssen eine neue Kolonie machen. Wie gründe ich denn eine neue Kolonie? Gut, ich werde dich nicht im Stich lassen. Lebewohl. Ne, doch nicht. Eins nur noch. Ich möchte mich bitte reparieren. Danke sehr. Das ist relativ schön. Das kann man am Heimatplaneten gratis machen. So, unten kann man ein bisschen einstellen. Verbündete und Feinde wollen wir sehen. Mein Reich wollte ich sehen. Imperien. Ich auch. Missionen. Reiseverlauf besucht. Den Reiseverlauf brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt. Aber besucht ist schon recht praktisch. Gut, wir gehen hier zurück. In ein anderes Sonnensystem. Planeten in grünen Umlaufbahnen sind leichter zu terraformen und zu kolonisieren als Planeten mit roter oder blauen Umlaufbahnen. So, hier, das ist rot, das ist grün, das heißt, da wollen wir hin. Kolonien können auf jeden Planeten angelegt werden. Vom kargen Mond bis zur blühenden Terrascore 3 Oase. Ertragreiche Kolonien fördern Gewürze, das gehandelt werden kann. Gut, wir müssen hier jetzt also irgendwo eine Kolonie setzen. Am besten eine Kolonie mit im Umkreis so vielen Gewürzgeziehen wie nur möglich. Das ist nur die Frage, wo ist das der Fall? Hier hätte ich nicht so viele. Hier hätte ich zwei. Geht sich irgendwo drei aus? Hier habe ich auch zwei. Ich glaube, es geht sich nirgendwo drei aus. Gut, dann nehmen wir einfach das hier. Because why not? Glückwunsch, dein Reich ist gewachsen. Die Produktivität jeder Kolonie hängt von ihrer Größe ab und die wiederum wird vom Terrascore des Planeten begrenzt. Investiere erstens Terraforming, gründe dann Kolonien und erreiche richtige Gebäude, um maximalen Gewinn zu erzielen. So. Wir müssen zurück zur Heimatstadt und Bericht erstatten. So, da sind wir wieder zurück. Du hast Gewürz gesammelt. Gewürz ist ein wertvoller Handelsartikel. Sammle es bei jedem Besuch in deinen Kolonien oder auf deiner Heimatwelt ein. Und zwar ist das Rote nicht sehr wertvoll. Ja, passt natürlich. Ja, möchte ich auf jeden Fall. Ich lese mir dann oben links durch, was ich tun soll. Allerdings würde ich außerdem noch gerne aufladen. Man kann nämlich nur nicht unbegrenzt so hin und her fliegen, wie man möchte. Unten links kann man das hier gut sehen. Diese Energieleiste wird nämlich weniger. Und wenn ich keine Energie mehr habe, dann explodiere ich schlicht und einfach. Deswegen muss man immer schön darauf schauen, dass man schön brav auflädt. So, bevor ich jetzt allerdings ein außerirdisches Reich finde, werde ich jetzt die Folge beenden, weil ich heute jetzt gerade nicht so viel Zeit habe. Und frage gleich, wie viel wollt ihr von der Weltraumphase sehen? Also ich würde es von mir aus weiterspielen, ich werde es ja auch wahrscheinlich dann streamen. Allerdings, wenn ihr sagt, euch interessiert die Weltraumphase nicht, also euch interessiert sie einfach nicht, dann mache ich es auch nicht unbedingt. Weil ich kann es ja auch so persönlich spielen oder streamen. Ja, das wollte ich fragen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao!